Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video habe ich es mir mal zum Ziel gesetzt, so ein Stück Holz, aus dem man eigentlich nicht mehr so wirklich viel machen kann, eine schöne Platte zu drechseln. Und da werde ich dir im heutigen Video zeigen, wie das funktioniert. Das ist das Stück Holz, um das es heute geht. Und das ist ein Stück Linde, was ich selbst aufgetrennt habe. Ich habe eben ja schon gesagt, dass man da nicht mehr so wirklich viel draus machen kann, weil hier schon viele Risse sind. Es ist auch nicht wirklich Großes. Hier sind ganz, ganz viele Verästelungen. Das bedeutet, das macht nicht so wirklich viel Spaß zum Verleimen, weil hier halt einfach nicht so eine coole Maserung mehr ist, die zusätzlich auch noch zerrissen ist. Und grundsätzlich sind hier ganz viele Risse, die sich durchs Holz durchziehen. Ich will da ein paar schöne verschiedene Winkel dran bekommen, deswegen werde ich jetzt erstmal das Sägeblatt ein bisschen neigen, das soll auch schon reichen. Und dann werden wir hier so eine Schräge schneiden, um mal so ein bisschen den Dreck wegzuschneiden, der hier an der Stirnholzseite ist. Hier, das ist ein sägerauer Schnitt. Und das soll so ein bisschen aussehen am Schluss, als wenn das eine Waldkante war. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal ein Stemmeisen und klopfe das so ein bisschen runter, dass hier nicht mehr so eine Kante ist. Ohne Schleifpapier funktioniert es natürlich nicht so gut. So. Ich habe jetzt alles fertig geschliffen. Das habe ich jetzt bis Körnung 240 geschliffen. Alle Seiten, Stirnholzseiten. Hier die Seiten habe ich von Hand geschliffen und auch alles direkt ein bisschen die Kanten geschliffen, damit die nicht scharfkantig sind. Ich nehme jetzt hier eine Planscheibe. Die Rundung, also die Schalenform an sich, soll quasi hier hinkommen. Das messe ich hier mal kurz, dass das einigermaßen in der Mitte ist. Zack, zerrapp. So, die soll nämlich hier hinkommen, denn das soll nicht in der Mitte sein. Ich denke, so sieht es dann noch cooler aus. Ich werde das Ganze jetzt hier auf der Planscheibe befestigen, damit ich dann von der anderen Seite einen Rezess andrechseln kann. Jetzt muss ich meine Drechselbank vorbereiten. Hier ist im Moment noch mein Spannfutter aufgespannt. Übrigens, wenn ihr euch für dieses Spannfutter hier interessiert, da findet ihr auch das Ganze auf meiner Webseite. Ich verlinke euch das mal auch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch in der Warteliste eintragen und eventuell gibt es dann auch wieder eine Charge Spannfutter. Wie gesagt, ihr müsst euch einfach eintragen in der Warteliste. Genau, das werden wir gleich erst brauchen. Deswegen spanne ich das jetzt mal fix aus. Hier auch direkt ein kleiner Tipp. Ihr habt mich schon gesehen, wie ich mit dem Spannschlüssel das Futter gelöst habe. Mache ich nicht so oft, manchmal mache ich es ja, aber mehr Sinn macht es halt eben so, dass man es quasi hier mit dem Stab löst. Da muss man einfach hier die Backen ein bisschen auseinanderschrauben und damit kann man das Spannfutter auch schonender ausspannen. Ich muss jetzt mal schauen, wie weit ich den Spindelstock drehen muss, damit ich das hier überhaupt drechseln kann. Ich spanne es jetzt erstmal auf. Ah, wisst ihr was? Das passt sogar gerade über das Maschinenbett. Das ist ja cool. Das ist super. Natürlich muss man hier jetzt echt aufpassen, dass man hier nicht reinkommt, weil das wird gut wehtun. Ich packe mir auch jetzt hier direkt ein anderes Spannfutter drauf. Denn damit wird es wahrscheinlich auch gehen, aber hier mit diesen größeren Spannbacken hat man einfach mehr Spannkraft. Und die schraube ich jetzt mal schnell raus, damit wir auch zum Drechseln kommen. Wichtig, die Schrauben nur anziehen. Also die Spannkraft sollte man immer von Hand schlussendlich dann drauf geben. Weil sonst macht man die Schrauben kaputt. Ich bin jetzt ausgestattet mit allem, was ich brauche. Dann legen wir jetzt mal los. Jetzt haben wir das Maß schon, jetzt können wir auch loslegen.
Das zu schleifen ist mir jetzt erst ein bisschen zu heiß mit der Hand, deswegen hole ich mir hier schnell meinen Schleifgriff, denn da werde ich euch was Cooles zeigen. Den Schleifgriff verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung, denn der ist von mir, den gibt es auf meiner eigenen Webseite. Nur als Information, man kann das auch auf Amazon kaufen, also wenn ihr euch bei mir quasi nicht anmelden möchtet, könnt ihr euch das Ding dann auch auf Amazon holen. Auf jeden Fall habt ihr jetzt hier den Vorteil, dass ihr halt ein bisschen von der Gefahr wegkommt, denn ihr habt einfach ein bisschen mehr Abstand und müsst das jetzt nicht mit den Händen schleifen. Ich lasse die Maschine jetzt auch nur ganz langsam drehen, weil wir da einfach nicht so viel Drehzahl dann im Endeffekt brauchen. Was auch cool ist, ihr braucht jetzt hier nicht direkt mit 80 anzufangen, wenn das ein bisschen ausgerissen hier unten ist, weil ihr jetzt hier eine quasi schneller drehende Oberfläche habt, könnt ihr direkt, was ist das hier, mit 320 schleifen. Die Bohnen haben wir jetzt schon mal geschliffen. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, um hier an die Kante zu kommen, da müssen wir halt jetzt noch von Hand schleifen. Aber da müssen wir auch nicht so viel schleifen. Das war's auch schon. Das spanne ich auch jetzt schon wieder runter. Denn mehr brauchen wir auf der Seite jetzt nicht. Dieses Teil spanne ich jetzt auch quasi. Ich nehme jetzt hier mein Spannfutter und ihr seht auch schon, dass das Teil hier perfekt reinpasst. Was hier auch schön ist, wir haben hier so einen Zahnkranz und der hält das dann bombenfest. Jetzt einfach links umdrehen, weil wir ja nach außen spannen. Dann öffnet sich das Spannfutter. Jetzt können wir die Schalenform andrechseln. Das letzte Mal, als ich die Eisen geschärft habe, war auf dem Make-up und deswegen werde ich sie jetzt mal wieder zwischenschärfen, weil das Eisen nicht mehr so mega scharf ist. Ich glaube, ich konnte, als ich auf dem Make-up war, konnte ich alle so ein bisschen hier mit dieser Schleifvorrichtung infizieren. Die habe ich mal eine Zeit lang verkauft, die ging aber fast gar nicht gut, aber ich werde vielleicht da auch wieder das Angebot erstellen, da könnt ihr euch auch in der Warteliste eintragen, wenn ihr auch so ein Ding möchtet. Wie gesagt, das kostet 150 Euro und ihr könnt als Drechsler dann alles schärfen, was ihr habt. Da ist noch viel mehr Zubehör dabei. Ich brauche jetzt aber erstmal das Teil um. Hier so cool, damit könnt ihr nämlich zum Beispiel schon eure Meißel schärfen. Aber ich suche das Zubehörteil, da ist es, um Schalenröhren zu schleifen. Ist eigentlich relativ simpel, ihr schiebt einfach das Teil hier rein. Ich mache es immer ungefähr so, dass ich an der gleichen Stelle spanne. Das reicht doch schon und dann müsst ihr halt eben das Ganze am Stein ausrichten. Das geht halt damit einfach schön schnell. Man kann theoretisch mit Anschlägen arbeiten, aber ihr habt ja gesehen, das war es jetzt. Und ich habe jetzt genau den exakten Winkel wieder. Ich versuche es euch mal auf der Kamera zu zeigen. Ja, da ist keine Lücke mehr dazwischen. An Schleifarbeit war es das schon. Jetzt noch schnell abziehen. Und so schärfe ich meine Drechseleisen.
Schleifen tue ich das jetzt auch wieder hier mit meinem Schleifgriff. Wie gesagt, das Ding ist echt super cool. Ihr habt halt hier einen Schnellverschluss. Das heißt, ihr könnt es einfach schnell wechseln. Und dazu habt ihr halt noch jeweils, also ihr habt zwei von den großen und zwei von den kleinen. Das heißt, theoretisch könntet ihr einen auch immer auf eurem Akkuschrauber lassen. Das Schleifpapier gibt es auch auf meiner Webseite. Da habt ihr von 80 bis 600 alle Körnungen, die ihr zum Drechseln braucht. Da könnt ihr mal von links nach rechts einfach durchgehen. Und wenn ihr sie immer direkt da reinmacht, wo ihr sie her habt, dann könnt ihr auch echt super lang benutzen. Also bei mir reicht so ein Set schon super lange. Die Benutzung von diesem Schleifgriff ist auch kinderleicht. Ich fange jetzt hier mit 80 an, weil die Drechselbank sich nicht so schnell drehen konnte wegen der Unwucht. Wir haben hier ein paar Ausrisse, die sind aber gar nicht schlimm. Ich fange jetzt hier mit 80 an, sparen wir das einfach hier drauf und halte den jetzt hier so schräg drauf. Nicht so fest draufdrücken, weil sonst macht er auf Dauer hier dieses Schaumstoff kaputt. Die halten zwar viel aus, aber wenn er da immer extrem draufdrückt, dann wird er halt warm und dann geht er irgendwann kaputt. Auf jeden Fall nehme ich jetzt einfach den Schleifgriff. Halt ihn immer so dran, dass sich das Schleifpapier nicht so mega schnell dreht, denn das muss es gar nicht. Ihr seht, er dreht sich jetzt ein bisschen. Passt sich auch schön der Form an. Schauen wir mal, wie das da jetzt schon aussieht. Und den Chromschliff haben wir jetzt schon fast erledigt. Jetzt noch einmal ein bisschen hier, aber dann haben wir quasi das alles so ein bisschen geebnet und können dann mit den anderen Körnungen weitermachen. Super cool. So, die Schleifarbeiten sind jetzt fertig. Ich habe das bis zur Körnung 600 geschliffen. Glänzt auch schon wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt können wir das auch mit dem Finish behandeln. Ich benutze da wie jedes Mal mein eigenes Finish. Das findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Das benutze ich wirklich für meine Möbel. Benutze ich immer beim Drechseln. Also ich benutze das wirklich echt sehr, sehr gerne. Ich verreibe es jetzt erstmal von Hand ein bisschen. Hey, das sieht so toll aus. Und ihr seht, es geht einfach schnell. Die Oberfläche ist jetzt, ey, die ist so cool, das sieht so gut aus. Und den Rest davon werden wir jetzt im Finish behandeln, wenn es dann abgespannt ist. Also sparen wir es mal schnell mal runter. An den Stirnholzseiten sieht das immer besonders toll aus. Vor allem jetzt ist es hier schön glatt geschliffen. Dann macht das wirklich sehr viel Spaß, das aufzutragen. Das soll es dann mit dem kleinen Video für heute gewesen sein, beziehungsweise mit dem kleinen Drechselprojekt. Wirklich ein sehr, sehr schönes Projekt. Da könnt ihr auch mal Holz benutzen, was man eigentlich nicht mehr so wirklich für eine Holzschale benutzen kann, wie in dem Fall. Und probiert es gerne mal aus. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das ausprobieren möchtet. Vielleicht war das ja so ein kleiner Ideenspender für die einen oder anderen, die nicht so wissen, was sie für Holz zum Drechseln benutzen können. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Schau gerne mal in die Videobeschreibung. Dort findest du ein paar Links zu den Dingen, die ich hier benutzt habe. Wie gesagt, in dem Fall waren das auch alles Dinge, die von mir sind. Deswegen ist es Eigenwerbung, keine Fremdwerbung. Genau, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Ciao.